Moin, Philipp der Musikmatrose hier. Herzlich willkommen. Wir machen einen kleinen Workshop mit Bendings und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit Halbton-Bendings. Ich habe dafür mal was vorbereitet und zwar, wir fangen mal an als Basis. Du nimmst die Töne hier von der A-Moll-Pentatonik und zwar ab der G-Seite. Die sollten ja wahrscheinlich sehr vertraut sein. Und wir können jetzt ein paar Töne dazu tun. Und es hat gerade jetzt hier in dieser Lage, in der fünften Lage oder in der Box von der Moll-Pentatonik für Gitarristen einen riesen Vorteil, weil das ist ein ganz symmetrischer Fingersatz. Also ich habe immer jetzt auf den untersten drei Seiten den Fingersatz erster Finger, dritter, vierter, erster, dritter, vierter, also dreimal das gleiche auf den Seiten. Und ja, harmonisch muss ich da mal an anderer Stelle drauf eingehen, also es sei nur so viel gesagt, also Leute wie T-Bone Walker oder so haben dieses Material schon in den 40er Jahren irgendwie rauf und runter gespielt. Und es ist eine schöne Erweiterung für die Töne der Pentatonik. Das kann man sehr vielseitig einsetzen. Ich habe mir jetzt so ein kleines Motiv überlegt. Und ich würde das empfehlen, dass du das erstmal wirklich jeden Ton anspielst und auch anschlägst. Und dieses Motiv, dritter Finger, vierter, dritter, erster, das kommt quasi dreimal jetzt vor. Und dann kommt noch ein Takt, den hängen wir gleich hinten dran. Und genau, jetzt probieren wir sozusagen, statt das jeden Ton anzuspielen oder jeden Ton auszuspielen, quasi von dem Startton in den nächsten Ton zu benden und dann sozusagen wieder ein Release-Band zu spielen. Also das sind vier Achtel und ich schlage jetzt wirklich immer nur quasi die erste an und die letzte. Dann kommt eine Pause, dann wiederholen wir das auf der nächsten Seite. Ja, ein bisschen zu flach. Und auf der G-Seite auch. Und damit man das besser üben kann, bauen wir uns jetzt hier, ich habe einen Looper hier unten liegen, bauen wir uns mal so einen kleinen Jam-Track vielleicht. Mal schauen. Nehmen wir einfach mal am besten einen A7-Akkord, also erster Finger, A-Seite, E-Seite, fünfter Bund. Zweiter Finger, D-Seite, auch fünfter Bund. Dann dritter Finger, H-Seite, auch fünfter Bund. Und kleiner Finger geht auf die G-Seite im sechsten Bund. Das sollte im Idealfall dann so klingen, dass wenn du alle Seiten anschlägst, dass trotzdem nur die vier gegriffenen Seiten dann klingen. Als Groove, ich würde es möglichst einfach halten. Wir spielen einfach also zwei Achtel auf der Bassseite, auf der tiefen E-Seite. Ich dämpfe die so ein bisschen ab. Und dann, ich spiele als zweite Figur eine punktierte Achtel und eine Sechzehntel. Das heißt, wichtig ist, deine Hand muss in Sechzehnteln durchgehen. Also, nicht sowas machen, das haut nicht hin. Und dann kannst du entweder bei dieser kleinen Sechzehntel am Ende entweder den Akkord nochmal anspielen oder einfach vielleicht nur die tiefe E-Seite, das klingt auch gut. Das soll unser Groove werden. Okay. Oh. Jetzt dazu nochmal alle Noten ausspielen. Oh.
fürs Ohr. 3 und 4 und. Und jetzt das gleiche mit Bendix. Und. Und hier bei den Bendings dann nochmal drauf achten, dass du, also einmal der Daumen ist über dem Griffbrett. Hier die Finger sind, das Bending kommt nicht aus den Fingern, sondern das kommt eigentlich aus der quasi steifen Hand. Und dann mache ich das über das, über das ganze Gelenk. Also die Finger, ich habe jetzt irgendwie nicht meine Hand so und schiebe irgendwie die Finger hoch, weil das ist viel zu anstrengend, sondern ich habe hier die quasi fest eingeloggt. Und wichtig ist auch nochmal, dass du guckst, dass du möglichst mit den Fingern eher senkrecht auf die Seiten kommst, weil dann kriegst du die Seiten besser zu fassen. Genau, darauf einfach nochmal achten und dann würde ich sagen, spielen wir es einfach nochmal. Und. Nochmal, was mir eben, vielleicht habe ich es nicht gesagt, also ich spiele quasi nur die erste Achtel an und dann die letzte, ne? Und schau, dass du wirklich auch in so einem Achtel-Rhythmus denkst, dass es nicht so, das ist nicht so langsam, weil dann geht der Rhythmus irgendwie ein bisschen verloren. Okay, jetzt haben wir am Ende noch einen Takt frei und da hatte ich mir Folgendes überlegt und zwar im Fachjargon eine chromatische Umspielung der Terz. Zwar der großen Terz. Also ich fange an, ich bin auf der G-Seite, ich spiele dritter Finger, erster Finger, zweiter Finger und dann lande ich auf dem Grundton. Einmal ganz langsam, dass wir vielleicht erst nochmal die Bendings spielen bei den ersten drei, bei der ersten Figur und dann das hier noch einmal ausspielen. Achtung. 3 und 4 und. Und jetzt nochmal dritter Finger. Genau, also an der Stelle kannst du ja auch mal kurz Pause drücken sonst. Und jetzt wäre das Ziel, dass wir den eben auch als Bending spielen. Und eine ganz gute Übung ist eigentlich, um das gut zu hören, ich spiele mit der rechten Hand die A-Seite mit dem Plektrum und nimm den Mittelfinger und spiele die G-Seite. Und habe jetzt hier diesen Ton im sechsten Bund gegriffen. Und er hat so einen sehr charakteristischen Sound. Und jetzt probierst du einfach das Gleiche mit dem Zeigefinger. Und dann. Genau, da reinrutschen. Und noch eine kleine Besonderheit, was jetzt hoffentlich nicht allzu verwirrend ist. Ich weiß nicht warum, aber ich mache die, wenn ich mit dem Zeigefinger auf der G-Seite ein Bending mache, dann mache ich das grundsätzlich Richtung Fußboden. Ich weiß nicht warum, ich glaube, es fällt mir irgendwie einfacher, weil ich noch so ein bisschen die Schwerkraft von der Hand oder vom Arm so ein bisschen mit dazu nehmen kann. Du kannst es natürlich grundsätzlich auch nach oben machen. Also das ist ganz dir überlassen. Okay, spielen wir einmal ganz langsam nochmal die Töne jetzt alle mit Bendings durch, aber ohne Begleitung. 3 und 4 und. 4 und. Und 4 und. Und Achtung.
Okay, einmal mit dem Groove. 1 und 2 und 3 und 4 und das war auch schon die Übung für Halbton-Bendings. In der nächsten Serie geht es weiter. Da beschäftigen wir uns mit Ganzton-Bendings und dann hoffe ich, dich da gleich wieder zu sehen. Viel Spaß beim Üben und bis dann. Tschüss!